Herr Roth, Italien ist ja das große Schuldensorgenkind in der Eurozone. Könnte jetzt aus der Regierungskrise in Rom eine neue Euro-Schuldenkrise werden? Also natürlich könnte das auch hier eine Verstärkung der Krise werden, wenn Mario Draghi sich nicht im Amt halten könnte, weil er natürlich zusammen mit den anderen Regierungschefs der großen EU-Zone für Stabilität sorgt, gerade jetzt für Stabilität sorgt in der Phase der Konfrontation auch mit Russland, des Krieges in der Ukraine. Da ist er eben ein Garant für Stabilität und sollte eben diese Regierung zerbrechen. Dann könnte es zu Neuwahlen kommen und dann könnten unter anderem eben die Rechtspopulisten an die Macht kommen. Und die sind den Russen und Putin deutlich freundlicher gesinnt. Und das wäre natürlich dann eine Verstärkung der Krise, in der wir ja sowieso uns schon befinden. In den USA, da ist die Inflationsrate auf 9,1% gestiegen. Das war noch stärker als erwartet. Wie wird die US-Notenbank Fed denn darauf reagieren? Also der Markt rechnet natürlich damit, dass die Zinsen angehoben werden am Ende des Monats nochmal. Im Moment wird eingepreist 0,75%, aber man redet hier auch vom Superbooster, also von der Anhebung um 1%, dass die Fed eben genau diese Zahlen, die sie genannt hat, dazu nutzen wird, um nochmal stärker gegen die um sich greifende Superinflation zu bekämpfen und eben hiermit eine Marke zu setzen. Am Jahresende erwartet man im Moment einen Zinssatz von 3,5 bis 3,75%. Aber das ist möglicherweise noch nicht das Ende der Fahnenstange, abhängig natürlich von der Entwicklung der weiteren Inflationszahlen. Der Euro ist nach den US-Inflationsdaten kurz unter die Parität gefallen, also unter einen Dollar. Wird daraus jetzt ein Euro-Crash, wie manche befürchten? Ich will noch nicht von einem Crash sprechen, aber es ist natürlich gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wir haben auf der einen Seite attraktive Zinsen in den USA. Wir haben über die Zinserhöhung gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Flucht aus dem Euro, unter anderem natürlich auch wegen der Gefahr einer großen Rezession, die unter anderem durch den Gasstopp verursacht werden könnte. Und dann kommt das Ganze natürlich aktuell zu einer Unzeit, nämlich gerade dann, wenn die europäische Wirtschaft und auch die deutsche Wirtschaft gerade mega Probleme hat. In der Vergangenheit war natürlich ein niedriger Dollar oder beziehungsweise ein niedriger Euro etwas Gutes für die Exportindustrie. Aber aktuell hilft es uns eben überhaupt nicht, sondern macht unsere Inflationssorgen über teurere Energiepreise nur noch größer. Und trotz der Erholung heute steuert der DAX auf eine deutliche Minuswoche zu. Sehen Sie in der nächsten Woche denn eine Chance auf Besserung? Nein, leider nicht. Wir haben weiterhin einen Mega-Bärenmarkt. Der Druck auf die Märkte ist weiterhin vorhanden. Wir haben die EZB in der kommenden Woche mit ihrer Zinssitzung. Da erwarten wir 0,25% Zinserhöhung. Sollte es mehr werden, könnte das für weiteren Druck auf die Märkte sorgen. Und deswegen ist die Marke von 12.450 in der kommenden Woche eine ganz wichtige Marke nach unten. Sagt Oliver Roth. Vielen Dank für die Einschätzung. Gerne.